Guten Morgen und herzlich willkommen zur Marktanalyse mit Max, präsentiert von XTB Online Trading. Mein Name ist Max Winke und ich bin Marktanalyst bei XTB Brokers in Frankfurt. So, wir starten wie immer mit dem Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich betone wie immer an dieser Stelle, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. So, wir haben gesehen, dass die Aktienmärkte weltweit an Boden verlieren. Deswegen natürlich Blick auf die Wall Street und den DAX. Ansonsten Euro-Dollar, das könnte nochmal interessant werden Richtung Ende der Woche, weil noch ein paar wichtige Wirtschaftsdaten anstehen. Und wir sehen auch, dass der Dollar eben wieder von der Risikoaversion profitiert. Schauen wir gleich nochmal auf den Euro-Dollar-Chart. Ansonsten Gold und die Ölsorte WTI. Das ist auch nochmal interessant. WTI konnte gestern ja wieder ein bisschen steigen. Gold versucht sich auch wieder in Richtung Jahreshoch zu kämpfen. Kommen wir dann gleich eben darauf zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten sofort und fangen erstmal an mit dem DAX. Also 30-Minuten-Chart. Wir sehen, dass der Markt heute Morgen nach einem weiteren Rückgang abgeprallt ist bei 10.400 Punkten. Das ist natürlich psychologisch gesehen eine wichtige Marke, aber auch ein wichtiges Niveau von diesem Monat. Das ist eben das Monatstief. Was war letzte Woche nach oder ja vor der letzte Woche eben bei der tieferen Öffnung eben hier ausgebildet hatten. Und dieser Bereich wird erstmal respektiert. Wir hatten ja hier eine sehr, sehr schöne Erholungstendenz in der letzten Woche. Und in dieser Woche konnte man aber die 11.000-Punkte-Marke am Montag nicht zurückerobern. So etwas haben wir ja bereits am Freitag vor ja, in der vorletzten Woche gesehen. Das heißt, diese Marke wurde respektiert und nach dieser leicht höheren Eröffnung gab es natürlich die Hoffnung darauf, dass man eben nochmal die Chance hat, die Rallye fortzusetzen, die wir eben Mitte März begonnen haben. Aber diese Hoffnung wurden relativ schnell zunichte gemacht. Es folgte der Ausverkauf, eine recht breite Seitwärtsbewegung und ja, mittlerweile befinden wir uns eben hier kurzfristig in einem intakten Abwärtstrend. Jetzt ist die Frage, könnten wir hier unten eben wirklich Unterstützung finden, sprich einen Doppelboden ausbilden oder etwas Ähnliches? Oder droht der Markt eben hier nochmal weiter zu fallen? Das ist eben das, worauf man sich heute fokussieren sollte, möglicherweise auch noch bei der Sitzung am Freitag. Mit Longs wäre ich sehr, sehr vorsichtig, auch wenn man eben hier erstmal einen Abpraller sieht. Aber das Stimmungsbild ist natürlich sehr, sehr fragil. Das liegt einerseits daran, dass die Märkte Angst haben vor weiteren Ausbrüchen des Coronavirus, weil man eben die Coronavirus-Beschränkungen lockert. Ja, das heißt, man versucht eben hier die Wirtschaft wieder zu eröffnen und versucht eben zur Normalität zurückzukehren. Das birgt aber eben die große Gefahr, dass wir eben nochmal eine zweite Infektionswelle bekommen könnten. Und das ist eben hier so eine schwierige Situation, nicht nur für die Regierung, aber eben auch, um einzuschätzen, wie letztendlich hier die Erholung, die konjunkturelle Erholung verlaufen könnte nach der ganzen Corona-Krise. Wir haben gestern aber auch nochmal ein paar Kommentare gesehen vom Fed-Chef Jerome Powell. Der hat nämlich auch nochmal die Hoffnung auf eine schnelle Erholung zunichte gemacht. Der hat nämlich gesagt, dass es sehr, sehr große wirtschaftliche Risiken gibt und hat eben auch den Ausblick als höchst unsicher bezeichnet. Was noch ein Thema war bei der Rede, ist, dass man ja erstmal darauf hingewiesen hat, dass negative Zinsen erstmal nicht in Erwägung gezogen werden. Also die Notenbank schließt das aus. Das war ja eben auch nochmal ein Thema in den letzten Tagen, weil man eben gesehen hat, dass viele Anleger zunehmend darauf spekuliert haben, dass möglicherweise die Zinsen hier in den negativen Bereich gesenkt werden könnten. Das ist jetzt eben nicht der Fall und man hat aber auch noch gesehen, dass der Fed-Chef ich nochmal hervorgehoben hat, dass eben hier weitere Maßnahmen möglich sind. Also von der Geldpolitik als auch eben von seitens der Regierung. Das heißt, die fiskalische Maßnahmen sind eben erforderlich, um hier nochmal die ja, Wirtschaft zu stützen und eben auch die Folgen der Pandemie einzudämmen. Das heißt, es gibt weiterhin ja, Unterstützung, aber die Märkte haben natürlich viel eingepreist schon und jetzt haben eben hier überwiegen natürlich die Sorgen um eine zweite Infektionswelle und wir wissen natürlich auch, dass die sehr, sehr schlechten Daten bisher ignoriert wurden und die schlechtesten Daten könnten ja vielleicht eben auch noch folgen im zweiten Quartal. So, technisch gesehen, also kurzfristig erstmal bärisch eingestellt, wobei wir hier eben die Chance haben, vielleicht auf eine stärkere Aufwärtskorrektur aufgrund dieses wichtigen
Widerstands ja, für die Bären, der eben hier getestet wird. Aber wenn wir nochmal in den 4-Stunden-Chart rübergehen, dann sehen wir, dass auch hier der Markt ja mittlerweile bärisch eingestellt ist. Es gab in dieser Woche immer wieder die Hoffnung, dass man eben noch einen Trend aufnehmen kann. Es gab immer wieder eine Verteidigung von wichtigen Unterstützungsmarken. Das haben wir beispielsweise hier oben gesehen bei 10.775 Punkten ungefähr. Da gab es eben nochmal die Annäherung vorgestern gegen Mittag. Aber das hat dann eben nicht gereicht und da hat sich eben schon weiter das Anzeichen von Schwäche abgezeichnet. Das heißt, wir haben hier letztendlich zwei tiefere Tiefs, zwei tiefe Hochs ausgebildet, was natürlich grundsätzlich erstmal nicht so tragisch ist, solange eben der Aufwärtstrend intakt bleibt und einige Widerstände oder einige Unterstützung eben auch verteidigt werden können. Aber der Markt hat sich eben hier nicht rechtzeitig fangen können und gestern war dann eben so ein wichtiger, ja, ein wichtiges Ereignis oder möglicherweise auch ein Wendepunkt, weil wir diesen 100er EMA, ja, auf den ich mich immer gerne konzentriere, der wurde eben unterschritten. Per Schlusskurs. Das heißt, auch im 4-Stunden-Chart sind wir letztendlich hier in einem bärischen Territorium. Und jetzt ist eben die Frage, ob die Bullen eben die Kraft haben, hier dem sich zu widersetzen oder ob die Bären eben hier ja letztendlich den Kurs nochmal deutlich nach unten drücken. Grundsätzlich, ja, wie gesagt, Aufwärtskorrektur möglich, potenzieller Doppelboden. Das wäre eine Möglichkeit für eine stärkere Aufwärtskorrektur. Ob es dann reicht für den 100er EMA oder die 1700 Punkte, das muss man dann jetzt mal eben schauen in den nächsten Stunden, ob es hier eine stärkere Erholung gibt. Wenn man diese Bereiche zurückerobert, dann könnte natürlich auch wieder, könnten wieder die nächsten Ziele eben hier nochmal aktiviert werden. Ja. Das heißt, hier sollte man flexibel bleiben. Auf der Unterseite wäre allerdings relativ viel Platz. Aufgrund dessen, na, das Apriltief ist in der Nähe. Es fehlen nur wenige Punkte und der Markt würde da vielleicht nochmal deutlich tiefer nach unten kommen und dann müssten wir uns eben auch nochmal hier oder müssten wir ein bisschen weiter rausscrollen und eben schauen, wie letztendlich hier ja oder wo Anhaltspunkte sind in dieser Rallye seit Anfang oder seit Mitte März. Da würde ich mich an den Fibonacci-Retracements orientieren. Das heißt, ja, das erste Fibo-Niveau haben wir schon mal unterschritten. Das ist auch schon mal ein Faktor, der nicht positiv zu werten ist und das ist eben auch kritisch zu sehen. Das heißt, rein theoretisch, ja, ausgehend vor den Fibo-Retracements hätten wir auch Abwärtspotenzial in Richtung 10.000, in Richtung der 10.000-Punkte-Marke. Das wäre durchaus möglich. Danach ging es dann auch in Richtung 9.650. Es das heißt nicht zwangsweise, dass wir nochmal das Tief hier unten sehen. Viele ja, Anleger oder viele Analysten gehen eben davon aus, dass wir das Tief schon gesehen haben. Aber es wäre natürlich wünschenswert, insbesondere für die mittel- bis langfristigen Anleger, dass wir hier nochmal eine deutlich tiefe Korrektur sehen, damit man sich eben hier nochmal diesen neuen Aufwärtstrend eben nochmal anschließen kann. So, auf der Oberseite sollte man aber auch nochmal schauen, dass man wichtige Widerstände oder potenzielle Kursziele definiert. Das heißt, ja, sollte der Markt sich nochmal zurückkämpfen Richtung 10.800 Punkte, das ist die Obergrenze, diese Seitwärtsrange, danach ging es dann eben relativ schnell in Richtung 11.000 Punkte oder eben auch in Richtung 11.580 Punkte ungefähr. Da haben wir aber dazwischen nochmal das 50 Fibo-Retracement, dieses panischen Ausverkaufs. Das heißt, hier gibt es unglaublich viel aufzuholen und starken Widerstandsbereich und ein technischer Ausbruch nach oben, sehr, sehr unwahrscheinlich, also ein rein technischer Ausbruch. Das heißt, wir brauchen eben hier positive Nachrichten und da würde ich mich dann besonders darauf fokussieren, auf Signale, was die Wiedereröffnung der Wirtschaft angeht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Dann die anstehenden Präsidentschaftswahlen. Mal gucken natürlich, wie Trump sich dann eben hier in den nächsten Monaten schlägt. Und man muss sich dann eben auch nochmal auf die Daten konzentrieren. Für den DAX besonders wichtig ist morgen die Veröffentlichung um 8 Uhr, also schon mal im vorbörslichen Handel. Das sind die BIP-Daten. BIP-Daten für das erste Quartal. Die sind wichtig natürlich, nicht nur weil Europa oder Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas ist, sondern weil diese Daten eben auch aufzeigen könnten, wie möglicherweise der Schaden vom Coronavirus eben letztendlich ist. Und das könnte eben auch nochmal einen Hinweis darauf liefern, wie
ja, die wirtschaftlichen Schäden in anderen Volkswirtschaften eben ausfallen könnten in Europa. Das heißt, das wird auf jeden Fall ein Schlüsselereignis sein und das könnte natürlich auch dann eine ja, für Volatilität beim DAX sorgen. So, wir schauen nochmal auf den Nasdaq. Der Nasdaq hat auch einige Anzeichen von Schwäche aufgewiesen in den letzten Tagen. Es gab hier ein Bearish Engulfing. Gestern gab es ja, eine sehr unschlüssige Kerze. Ja, das heißt Doji-Kerze, kleiner Kerzenkörper, langer und oberer Schatten. Das deutet eben auf Unentschlossenheit hin. Heute haben die Bären versucht, den Markt nochmal nach unten zu drücken im vorbörslichen Handel. Während der Asiensitzung gab es hier ein paar Rückgänge. Die Asiensitzung heute war wirklich sehr, sehr schlecht und dementsprechend haben die Futures eben auch hier nachgegeben. Aber die Bullen haben relativ schnell reagiert und jetzt wird der Markt eben hier relativ flach gehandelt. Mal schauen, was sich während der Asiensitzung abzeichnet, ob man eben hier möglicherweise nochmal einen Rückgang sieht. Auch hier ist es so, dass wir ja zwischen oder ich sag mal in der Nähe eines wichtigen Fibo-Retracements, dass man da in der Nähe eines Fibo-Retracements notiert. Und zwar, wenn man uns nochmal, wenn man sie nochmal die Retracements anzeigen lassen von diesem Ausverkauf hier, dann sehen wir, dass die Rallye natürlich deutlich stärker war als im deutschen Aktienmarkt. Ja, wir haben hier das 78,6 Fibo-Retracement ja, erreicht kurzzeitig. Hier mal überschritten, wir wurden zurückgeworfen, zweiter Angriff, und jetzt haben wir einen weiteren Fehlausbruch. Also so etwas, was sich hier oben abzeichnet, das könnte möglicherweise auf einen Wendepunkt hindeuten. Das ja, müssen wir dann aber mal schauen, dass eben hier ja diese Marke eben nicht zurückerobert wird, beziehungsweise kurzfristig würde ich mich dann auf die 9140 Punkte Marke ungefähr konzentrieren. Da habe ich in dem vergangenen oder in dem gestrigen Webinar schon mal darauf hingedeutet, dass es da eben einen Kampf gab. Das war eben hier die Situation. Da hieß es eben Zurückeroberung mit der Chance auf einen Test der Hochs der Rallye oder eben auch nochmal eine Annäherung an das Allzeithoch. Auch da ist der Abstand nicht sonderlich groß. Oder ob der Markt eben hier nochmal eben einen tieferen Rückgang erlebt. Wir haben gesehen, dass die Kommentare von FedChef eben hier die Märkte belastet haben und die Risikoaversion hat hier eben letztendlich zugenommen. Also mal schauen. Wir haben jetzt hier ein höheres Tief, aber ähnlich wie wir das beim DAX gerade besprochen haben, auch hier kurzfristig ist der Markt bärisch eingestellt. Deswegen muss man eben schauen, wenn es eine Aufwärtskorrektur gibt, ob diese Aufwärtskorrektur auch in einer Trendwiederaufnahme resultiert oder ob der Markt dann eben wieder abverkauft wird an wichtigen Widerständen. Das heißt, hier in diesem Bereich das wichtige Fibo-Niveau, die Widerstandsmarke und der 100er EMA sind hier in einem recht engen Bereich zu finden. Das heißt, die Bullen brauchen hier wirklich viel, viel Kraft, um diesen Bereich zu überwinden und Aufwärtspotenzial freizusetzen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wenn wir hier nochmal rankommen, dass da die Bären natürlich versuchen, könnten das, oder dass da eben für die Bären vielleicht nochmal versuchen, den Druck aufzubauen, um dann eben nochmal den kurzfristigen Abwärtstrend eben fortzusetzen. Und auch hier würde ich mich möglicherweise auf das erste große Fibo-Niveau der Rallye konzentrieren. Ich mache nochmal kurz hier diesen Bereich weg. Dann sehen wir eben, dass es rein Kurspotenzial gibt auf der Unterseite bis 8700 Punkte. Das stimmt auch eben hier nochmal mit so einem starken Unterstützungsbereich ein, beziehungsweise so ein Niveau, wo es viele Bewegungen, Kursbewegungen gab in der Vergangenheit und dieser Bereich hat immer wieder als Unterstützung oder abwechselnd als Unterstützung und dann wieder als Widerstand gedient. Und dementsprechend wäre das also etwas, worauf man sich dann konzentrieren sollte. Der einzige Unterschied zum DAX ist, dass wir den 100er EMA im 4-Stunden-Chart eben noch nicht unterschritten haben. Der wurde verteidigt. Dementsprechend könnte der Nasdaq ja, vielleicht einen kleinen Vorteil haben. Müssen wir dann mal schauen, was die europäische Sitzung uns dann in den nächsten Stunden hier liefert. Kommt zum Euro-Dollar. Euro-Dollar hat auch seit Freitagnachmittag einige Probleme, einen wichtigen Widerstandsbereich zu durchbrechen. Das ist nämlich hier die 1,8
1,0850er Marke. Wir sehen, es gab durchaus einige Versuche, hier den Trend zu wenden. Wir hatten hier beispielsweise einen starken Anstieg, das erwies sich aber eben als Bullenfalle, weil wir die Gewinne nicht halten konnten und letztendlich hier der Markt deutlich tiefer geschlossen hat oder beziehungsweise bei der Folgekerze gab es eben hier einen weiteren Rückgang. Wir haben den 50er EMA, an dem ich mich relativ gerne orientiere am Devisenmarkt. Der wurde auch wieder unterschritten und diese 1,0850er Marke, die hatte man ja vorher schon eingezeichnet aufgrund der einigen Kursreaktionen. Dementsprechend starker Widerstandsbereich wurde kurzzeitig überwunden, wieder unterschritten und dementsprechend gab es hier natürlich die Chance auf einen weiteren Rückgang. Das gleiche gab es eben hier bei der Sitzung am Dienstag und gestern gab es eben auch nochmal ein Überwinden des ja, Hochs vom Vortag, aber auch das war nicht nachhaltig. Wir sind beim 50 Fibo-Niveau abgeprallt und sind dann eben hier wieder in die Verlustzone reingerutscht, aufgrund eben der vorhin genannten Kommentare und ja, der zunehmenden Risikoaversion. Jetzt ist die Frage, wie hätte man das handeln können? Auch hier vielleicht nochmal ein paar Hinweise. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Wir könnten oder ich würde mich eben darauf konzentrieren, erstmal herauszufinden, wie der Markt eingestellt ist. Das heißt, befindet sich der Kurs oberhalb oder unterhalb eines gleitenden Durchschnitts? Das können Sie natürlich definieren oder das ist jetzt einfach nur ein möglicher Handelsansatz. Wir schauen, wo die Abwärtsbewegung beginnt. Das war eben hier oben im Bereich der 1,10er Marke. Wir hatten das Tief hier unten im Bereich der 1,0770 ungefähr. Und dann könnte man eben runtergehen in kleineren Zeiteinheiten, Stundenchart beispielsweise oder auch den 15-Minuten-Chart. Und da gab es dann eben immer wieder die Situation, dass das Paar eben wichtige Fibo-Niveaus respektiert hat. Das heißt, das ist das Tief, was wir eben gerade erwähnt haben, das Tief, um die Fibonacci-Adjustment eben einzuzeichnen. Und hier hat man eben gesehen, dass eben immer wieder der 38, das 38,2 Fibo-Niveau eben respektiert wird. Das heißt nicht, dass man bei jedem Fibo-Niveau direkt reingehen soll und ja, Position beziehen soll. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Fibo-Niveau getestet wird, möglicherweise auch überschritten wird, das Ganze aber nicht nachhaltig ist, dann besteht immer die Chance, dass der Markt eben hier nur eine Aufwärtskorrektur in der übergeordneten Abwärtsbewegung erfahren hat. Das heißt, hier hätte es beispielsweise eine Chance gegeben. Wir sind auch nochmal hier an das Fibo-Niveau gekommen und wir sind eben auch nochmal gestern das Fibo-Niveau gekommen. Wir sind auch hier nochmal an das 50er Fibo-Niveau, das haben wir auch nochmal getestet. Das heißt, da besteht immer natürlich die Gefahr, dass der Trend gewendet wird, aber auch hier gab es einen Rücksetzer und dann auch wieder ein Rückgang unterhalb der 38,2 Marke. Das war natürlich jetzt relativ ideal, aber so etwas hätte man eben durchaus handeln können. Und das Ganze eben auch ohne darauf zu spekulieren, dass man eben nochmal ein tieferes Tief ausbildet, sondern lediglich darauf spekuliert, ja, auf einen kleinen Rückgang im Intraday-Handel, um eben seine Punkte eben mitzunehmen. Das heißt, ja, so etwas kann man durchaus auch für andere Paare nutzen oder beispielsweise eben auch in verschiedenen Zeiteinheiten. Das heißt, man versucht eben erstmal zu definieren, wie ist der Markt eingestellt, und dann eben schauen, wo der Markt eben seine Aufwärtskorrektur beendet, oder ob eben der Trend gewendet, umgekehrt wird. So, es ist natürlich so oder nicht so, dass das jetzt die ganze Zeit, ja, dass der Markt natürlich immer an den wichtigen Fibo-Niveaus abprallt oder dann Fehlausbruch erlebt. Wir müssen uns natürlich auch vor Augen führen, wann sprechen denn die Bedingungen wieder für Longs? Und da würde ich mich dann auch wieder darauf fokussieren, einerseits den 50er EMA, da sind wir noch weit entfernt. Wir haben die 1,0850er Marke. Ich denke, das ist weiterhin auch das Niveau, worauf sich die meisten Händler konzentrieren werden, weil in den letzten Stunden, da gab es jetzt keine neuen, sag ich mal, großen Erkenntnisse, was die Widerstände angeht. Und wir müssten dann eben auch nochmal das 38,2 Fibo-Niveau überschreiten. Ja, daran sind wir jetzt dreimal gescheitert und dementsprechend zwischen 1,0850 und 1,0860, in diesem Bereich, da müssen wir natürlich, oder an diesem Bereich brauchen wir eben einen Ausbruch nach oben, damit wir eben wieder, ja, gute Chancen für Longs haben. Und dann kann man das Ganze eben wieder umdrehen. Sollte der Markt also
einen starken Anstieg erfahren, dann versucht man eben wieder sozusagen das, was wir hier gemacht haben, das Tief hier unten zu nutzen, das Hoch potenziell hier und dann eben gucken, wo der Markt korrigiert, aber eben ohne dabei diesen Widerstand, diese Unterstützung hier wieder zu unterschreiten. So, im Tageschart haben wir natürlich einen starken Unterstützungsbereich um die 1,0870 ungefähr. Wir haben seit April mehrere Tests gesehen. Es gab immer wieder eine Verteidigung. Hier gab es auch mal einen deutlich tieferen Kurs, aber auch nicht auf Schlusskursbasis. Dementsprechend befinden wir uns hier weiter in so einer Seitwärtsrange. Aber diese Abpraller bei 1,0850, die sind natürlich nicht sonderlich überzeugend und dementsprechend gibt es eben auch eine sehr, sehr große Chance, dass wir nochmal diesen Unterstützungsbereich eben testen und mit jedem weiteren Test steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs und dann müssten wir uns eben wieder auf der Seite auf mögliche Ziele konzentrieren. Da wäre beispielsweise die Unterseite des Trendkanals zu erwähnen. Wir gehen mal kurz rüber an den Wochenchart, dann sieht man das ein bisschen besser. Das wäre ein mögliches Ziel im Bereich der 1,07er Marke. Ansonsten wäre dann noch das Jahrestief bei 1,0635 ungefähr. Das ist das Tief, was wir im März ausgebildet haben. Das heißt, diese Bereiche, die könnten für die Bären als mögliche Ziele dienen. So, wir schauen jetzt nochmal auf die Rohstoffe. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Goldpreis an. Auch der Goldpreis hatte gestern eine sehr volatile Sitzung, beziehungsweise konnte der Goldpreis sich eben hier wieder etwas in die Nähe der Jahreshochs kämpfen, was natürlich wieder etwas für etwas Optimismus sorgt für weitere Anstiege. 30-Minuten-Chart Goldpreis. Hier haben wir nochmal diese recht volatile Phase. Ja, das ist eben hier darauf zurückzuführen, auch wieder auf die Kommentare oder die Einschätzung von Fed-Chef Jerome Powell und eben auch diese Ablehnung der negativen Zinsen. Negative Zinsen wären natürlich ein positiver Faktor für den Goldpreis. Das würde eben den Goldpreis stützen oder könnte eben auch nochmal eine Rallye auslösen. Das ist jetzt eben nicht mehr das Thema. Viele haben auch damit argumentiert, dass wenn das eben wegfällt oder das eben abgelehnt wird, also eine Unter-Null-Zinspolitik, dass dann eben der Goldpreis möglicherweise eine stärkere Korrektur erfährt. Das war aber eben auch nicht der Fall. Und dementsprechend bin ich eigentlich aus der technischen Perspektive recht optimistisch, was eben hier auch die kurzfristige Perspektive angeht. Wir haben ja gesehen, wir befinden uns hier in so einer Dreiecksformation am Ende oder in der Nähe an dem Hoch der Rallye. Einige glauben eben an eine stärkere Korrektur vielleicht, aber kurzfristig sollte man eben hier dennoch flexibel bleiben und eben ja natürlich auch eine Chance wahrnehmen, wenn sie eben da ist. Und ich finde das eben auch gar nicht so schlecht. Das, was jetzt hier nicht so schön ist, ist, dass wir aktuell oder in den letzten Minuten eben hier an dem Hoch abgeprallt sind, was wir eben heute Nacht eben ausgebildet haben. Das heißt, hier gibt es möglicherweise einen Double-Tap. Aber es gibt natürlich auch einige Unterstützungen, die einen stärkeren Rückgang verhindern können. Das sind die 1710 Dollar. Ja, das ist eben hier das Ausbruchsniveau. Wir haben nochmal den 100er EMA. Und dementsprechend besteht auch nochmal die Chance auf einen Angriff in 1222 oder eben danach in Richtung 1745 Dollar. Der Bereich hier oben, das ist das Jahreshoch und danach würde man sich eben wieder auf die 1800 Dollar Marke konzentrieren. Was würde jetzt eben für einen weiteren Anstieg sprechen? Grundsätzlich natürlich, wenn die Aktienmärkte den Rückgang vertiefen, wenn beispielsweise die T-Note nochmal anzieht oder wenn eben der Dollar schwächelt, das ist eben hier auch noch so ein Problem, das könnte hier eben auch belasten, dass der Dollar eben nochmal aufwertet aufgrund des Status als sicheren Hafen. Und dementsprechend, da der Gold ja eben in Dollar notiert ist, ist das eben auch eine Belastung. Was jetzt natürlich nicht so schön ist, ist im 4-Stunden-Chart, dass wir eben hier jetzt potenziell eine zweite
einen zweiten langen oberen Schatten haben. Da muss man mal gucken, wie der Schlusskurs ist um 12 Uhr. Das könnte dann nochmal einen nächsten Hinweis liefern. Aber auch hier im 4-Stunden-Chart gibt es durchaus noch die Möglichkeit, dass der Markt sich fängt und dann vielleicht nochmal einen Angriff vornimmt. Auf der Unterseite haben wir gesehen, dass bisher die Korrekturen auch sehr, sehr verhalten ausgefallen sind. Wir haben das erste Fibo-Niveau mehrmals getestet. Ja, mal schauen. Also auch hier flexibel sein. Es ist durchaus möglich, dass wir nochmal einen Anstieg hier sehen, wenn die Risikoaversion zunimmt. Andererseits tiefer Rückgang. Aber wie gesagt, es müsste sehr, sehr viel notwendig sein, damit wir diesen Aufwärtstrend eben hier letztendlich umkehren. Weil bisher diese Rückgänge, die wir gesehen haben, die reichen natürlich nicht aus. So, wir kommen jetzt nochmal abschließend zum Ölmarkt. Der Ölmarkt befindet sich natürlich auch in einer sehr, sehr schwierigen Lage, wobei wir eben weiterhin in einer sehr breiten Seitwärtsrange notieren. Die Frage ist natürlich, kann der Ölmarkt sich weiter erholen? Wir haben natürlich einerseits die Nachfrageseite, die wieder anzieht. Das war ja letztendlich das größte Problem. Allerdings sollte man eben auch hier vorsichtig bleiben. Beispielsweise die Daten, was die Mobilität, die Verkehrsdaten angeht aus Deutschland und den USA, die scheinen sich eben wieder deutlich zu erholen. In anderen Ländern ist das aber eben möglicherweise noch nicht der Fall. Wir sehen auch, dass der Luftverkehr natürlich und der Transitverkehr, dass der eben noch sehr, sehr stark zurückbleibt. Aber wir müssen jetzt eben gucken. Die Nachfrage nimmt wieder zu. Wir haben andererseits auch noch die positiven Kürzungen der OPEC Plus und auch der G20-Länder, zu denen man sich ja eben verpflichtet hat. Das heißt, die Annäherung zu einem Gleichgewicht am Markt oder die Chancen für ein Gleichgewicht am Markt stehen eben relativ gut. Goldman Sachs erwartet im Juni sogar ein mögliches Defizit. Ob das kommt, das ist natürlich jetzt die Frage, wenn sich eben hier die Stimmung wieder deutlich verschlechtert oder verschlechtern sollte. Technisch gesehen ist es eben so, dass wir auf starken Widerstand stoßen, aufgrund dessen, dass wir hier weiter in dieser Seitwärtsrange notieren. Das heißt, im 4-Stunden-Chart oder, ja, gehen wir in den 4-Stunden-Chart. Grundsätzlich gab es in den letzten Tagen hier eine ganz gute Grundlage innerhalb dieser Seitwärtsrange für einen Anstieg und auch einen Test der Oberseite. Da sind wir auch rangekommen, da gab es aber eben hier ja einerseits einen Test, dann auch nochmal ein gescheiterter Test ja bei den späteren Kerzen, beziehungsweise dann eben auch so ein Double Top, und jetzt bewegt sich der Markt eben ja seitwärts. Das heißt, wir haben innerhalb einer großen Seitwärtsrange zwischen 19 und 28 Dollar nochmal eine andere Handelsspanne, die sich eben hier letztendlich, oder die Handelsspanne verengt sich hier. Das heißt, wir haben den Bereich auf der Unterseite bei 24,30 ungefähr und dann die Oberseite bei 28 Dollar ungefähr. Schwierige Situation, da gibt es jetzt eigentlich auch nicht allzu viel Interessantes zu erzählen. Ich würde vielleicht hier auf jeden Fall ein bisschen eher an der Seitenlinie bleiben. Das heißt, erstmal herausfinden, ja, wo es denn jetzt hingeht. Also wir brauchen mal einen Ausbruch nach oben und nach unten, weil mit diesen letzten Kerzen hier, da hätte man eben ja nicht unbedingt so viel Geld verdienen können. Hier ist Seitwärtsrange angesagt. Das ist natürlich, auch möglich, so eine Strategie, eine Seitwärtsrange-Strategie anzuwenden. Aber ja, ich denke mal, der Ölmarkt hat da durchaus das Potenzial, nochmal die ein oder andere große Bewegung zu sehen in den nächsten Wochen oder Monaten. Und dementsprechend würde ich mich vielleicht auch eher darauf konzentrieren, dass eben der Markt eben hier ja nochmal zur alten Volatilität zurückkehrt und eben hier nochmal einen starken Anstieg oder Rückgang aufweist. Das heißt, auf der Oberseite würde ich mich konzentrieren auf die 28 Dollar, und auf der bei einem Ausbruch nach oben, dann würde man sich eben auch relativ schnell schon wieder im Bereich der 41 Dollar bewegen. Das ist hier nochmal das zurückzuführen auf das offene Gap. Und seit 2016 haben wir hier in dem Bereich auch nochmal einige Kursreaktionen gesehen. Dementsprechend wäre das übergeordnet so ein Kursziel. Das ist natürlich die Frage, wie schnell man diesen Bereich erreicht, aber bei einem Ausbruch hier steigen natürlich die Chancen, dass man sich hier diese 41-Dollar-Marke eben nochmal annähert. Auf der Unterseite, und da würde ich vielleicht mal eine kleinere Zeiteinheit gehen, da würde ich mich dann eben auf die 24 Dollar konzentrieren. Wir haben hier nochmal im Bereich von 23,30.
Nochmal eine wichtige Marke, das ist das Ausbruchsniveau bei der letzten großen Aufwärtsbewegung und danach würde man sich eben auch relativ schnell wieder in Richtung der unteren Grenze bewegen, 19 Dollar. Ja, dazwischen haben wir eben auch nochmal die Fibo-Retracements der letzten Aufwärtsbewegung. Das heißt, im Falle eines tiefen Rückgangs müsste man dann eben mal schauen, wo der Markt seinen Rückgang stoppen kann. Ansonsten unterhalb von 19 Dollar, da droht dann eben wieder eine Wiederaufnahme des Ausverkaufs. Davon sind wir aber eben noch weit entfernt und momentan bleibe ich eigentlich eher optimistisch beziehungsweise erstmal neutral und würde eben erstmal schauen, ob der Markt hier nochmal in Richtung 28 Dollar steigen kann. Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Termin ist dann wieder am kommenden Dienstag. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin viel Erfolg bei den Trades. Machen Sie es gut.